Was macht Thomas Godoy eigentlich heute? Thomas Godoy, der Gewinner der 5. DSDS-Staffel, erreichte mit seiner Debütsingle Love Is You und dem Album Plan A automatisch Platz 1 der deutschen Charts. Und beides, Album sowie Single, bekamen die goldene Schallplatte innerhalb von wenigen Wochen. Das Album erhielt sogar Platin. Auch in den folgenden Jahren veröffentlichte Thomas Godoy weiterhin Musik und spielt eigene Konzerte. Insgesamt veröffentlichte er 8 Studioalben, wobei nur das letzte Studioalbum knapp den Einstieg in die Charts verpasst hatte. Thomas Godoy stellt übrigens einen europäischen Crowdfunding-Rekord im Bereich Musik auf. Er lässt seit dem 5. Album alle weiteren Alben per Crowdfunding finanzieren und die Finanzierungsziele werden meistens mehr als übertroffen. Laut Spotify spielt Thomas Godoy dieses Jahr sogar sein nächstes Konzert.